Die Bestechungsaffäre im Zürcher Rotlichtmilieu rückt etwas ins Rampenlicht, was lange eine Schattenexistenz führte. Das Sauerkraut. Wieder wird Sauerkraut unschuldig in eine schmutzige Sache hineingezogen. Wie damals im Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen wurden Krauts genannt. Als ob das Sauerkraut den ganzen Schlamassel angerichtet hätte. Als Folge seines schlechten Rufs verschwand das Sauerkraut dann in der Versenkung. Sauerkraut wurde gemobbt, von der Gesellschaft aus dem Teller verbannt. Und auch die Prominenz konsumierte demonstrativ Nicht-Krautprodukte. Dabei hat Sauerkraut einiges zu bieten. Es hat Vitamine, wirkt entwässernd und macht nicht dick. Mit etwas Fantasie könnte man aus Sauerkraut herrliche Kreationen zaubern, wie den falschen Hasen, den Sauerkraut-Berliner oder die Kraut-Hochzeitstorte. Es wird Zeit, das Sauerkraut zu rehabilitieren. Folgen wir den Trendsettern der Stadtpolizei Zürich. Also beim Essen. Sonst natürlich nicht.